Das war die Hölle. Es ist das Schwierigste, was es gibt, sich von einem normalen Alltag in einen Alltag hinein zu versetzen, wo man wie ein Tier eingesperrt ist. Meine letzte Hofzeit, was ich da verbracht habe, haben wir gesagt, also das Landesgericht sieht mich nie wieder mehr. Aber wie man sieht, ist dem nicht so gewesen. Der Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Ich kann niemanden verantwortlich machen. Wenn man inhaftiert ist, ist man auch das Opfer. Das ist Fakt, also es wird einem etwas angetan. Ich meine, es genügt, dass ich in der Hof geboren worden bin. Ich muss nicht unbedingt da, was ich in meinen letzten Stunden verbringe. Es kommt immer wieder hoch, was für Blödsinn habe ich gemacht. Und das will ich anderen das sparen. Das sind bitte die Finger weglassen, weil sonst landen sie da, wo ich gelandet bin. Und mein Vater schon davor. Auf das kann man nicht stolz sein. Und das war auch die Motivation für Herrn Glössl, bei dieser Reportage mitzumachen. Die Herrschaften, die Sie gerade gesehen haben, haben sich allesamt hier des Öfteren verantworten müssen, haben jahrzehntelange Erfahrungen mit Strafgerichten und Gefängnissen hinter sich. Eine Dame, die wir Ihnen gleich vorstellen werden, war 42 Jahre lang eingesperrt. Man könnte glauben, das müssen Massenmörder gewesen sein. Aber weit gefehlt. Sie haben ein Drogendelikt, einen Diebstahl, einen Betrug an den anderen gereiht. Gut, der eine oder andere Raub war auch dabei und so diese Haftstrafen angesammelt. Meine Kollegin Gudrun Kampelmüller hat versucht herauszufinden, warum ein Leben so schief gehen kann. Kann man sagen, selber schuld? War es das Elternhaus, die Erziehung? Waren es die Jugendstrafanstalten in den 60er oder 70er Jahren, wo die Weichen in den Abgrund gestellt wurden? Und welche Maßnahmen bietet die Justiz heutzutage Rückfallstätern an, damit sie ohne Gefahr für die Gesellschaft ins sogenannte normale Leben zurückfinden? Wenn Sie sich übrigens wundern, dass der eine oder andere nur von hinten gefilmt wurde oder sonst wie unkenntlich gemacht wurde, das ist eine Auflage des Justizministeriums. Laut Strafvollzugsgesetz sind nämlich die Strafgefangenen von der Außenwelt abzuschließen. Gudrun Kampelmüller beginnt ihre Reportage mit einer Szene, die ungeplanterweise entstanden ist, wo ein Ex-Häftling und ein Passant vor einer Graffiti-Aufschrift ins Diskutieren kommen. Na, servus. Sprengt alle Gefängnisse. Was sagen Sie dazu? Das ist utopisch, das ist dumm. Die haben einen Kopfschuss. Die wissen nicht einmal, was ein Gefängnis ist. Wer glauben Sie, wer? Ja. Na, das sind die jungen Buben für die Ausländer. Glauben Sie, ja, die machen das? Das müssen wir nicht mehr Ausländer sein. Ja, die rennen da um und ja, haben die aber da rennen da ist ein für unsere GA. Was? Ja, für unsere GA. Aber wer schreibt sowas? Ja. Ein dummer junger Bube. Ja, ja, aber ich ja nicht. Eben, nicht? Also was wollen wir sie aufregen? Und brauchen wir Gefängnisse, glauben Sie? Ja klar, brauchen wir. Ja, für gewisse schon, aber gleich lebenslang. Na ja. Und wenig Futter. Ja. Schauen Sie, das gehört, das ist eine andere nicht Meinung. Alles in einem Topf. Ja. Man muss ja das immer ein bisschen distanziert sehen. Oder? Ja, ja. Ich meine, sind also die Eltern auch für schuld. Weil die geben mir Geld, ja, damit sie Ruhe haben, kauft euch was. Und ja, das ist, wissen Sie, das ist auch so. Wir haben kein Spektrum, ein so weites Spektrum, das wir in Schulen haben. Ja, ja. Und die Steuergelder wird sie wieder übermalen. Ne? Ja. Na, freilich brauchen wir Gefängnisse, weil sonst hätten wir ja wieder einen Wilden Westen. Da könnte jeder das schießen, wenn man will. Nehmen wir, was er will. Nein, Ordnung gehört schon rein. Das größte Gefängnis Österreichs, die Justizanstalt Wien-Josefstadt mitten in Wien. Der stellvertretende Leiter, Oberst Peter Hofkirchner, führt uns durch die Anstalt, die gleich neben dem Landesgericht für Strafsachen liegt. Das Gefängnis wurde zuletzt in den 1980er Jahren in großem Stil umgebaut. Doch das entspricht längst nicht mehr den heutigen Anforderungen. Hier finden sich Zellen mit bis zu 10 Insassen. Auf engstem Raum leben und arbeiten täglich knapp 1500 Menschen in der Anstalt. Häftlinge und Bedienstete. Bei denen, die hier einsitzen, ist der Ausländeranteil überdurchschnittlich hoch. Er liegt bei 51%. Wie habe ich mir das vorzustellen? Gleich neben am Gericht das Gefängnis Josefstadt. Wie groß ist das? Wie viele Häftlinge haben Sie da? Ja, wir sind, wie Sie schon gesagt haben, ein sogenanntes Gerichtshofgefängnis. Und aktuell sitzen bei uns 1170 Menschen ein, von Jugendlichen bis hin ins Reisealter, mit einem Anteil von ca. 75%
Untersuchungshäftlinge. Das heißt, das ist ein Kommen und Gehen bei Ihnen eigentlich? Wir haben eine sehr hohe Fluktuation mit einer mittleren Anhaltezeit von circa 3 Monaten. Natürlich bei aufwendigen Verfahren dauert die Anhaltung in Untersuchungshaft auch länger. In der Josefstadt sind Männer, Frauen und Jugendliche aus 70 verschiedenen Ländern untergebracht. Das führt nicht selten zu Konflikten, hört man vom Wachpersonal. Nur wegsperren, diese Zeiten seien vorbei, wird uns gesagt. Resozialisierung, also das Wiedereingliedern in die Gesellschaft, ist das Ziel im modernen Strafvollzug. Ein hehres Ziel, das häufig nicht erreicht wird. Ramon verbüßt derzeit seine 18. Gefängnisstrafe. Demnächst wird er 70 Jahre alt. Jetzt ist es ja so, dass Sie schon öfter da waren. Ja. Wird es leichter mit den Jahren? Meine letzte Haftzeit, was ich da verbracht habe, haben mir gesagt, also das Landesgericht sieht mich nie wieder mehr. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eine Therapie hinter mir 2 Jahre und die letzten 2 Jahre, ich habe die letzten 30, 40 Jahre noch nie so solid und brav gelebt wie die letzten 2 Jahre. Also ich habe wirklich alles vermieden, dass ich nur in so eine Situation komme. Aber wie man sieht, ist dem nicht so gewesen. Was ist denn passiert? Warum ist denn dann so gekommen? Weil naja, eine Gefälligkeit für gute Bekannte, was halt mit Drogen zu tun gehabt hat. Gute Freunde von mir sagen immer, Ramon, wenn du eine Frau wärst, wärst du im Jahr zweimal schwanger, weil ich nicht nachsehen kann. Ramon ist sogar im Gefängnis Josefstadt auf die Welt gekommen. Damals, 1948, hat seine Mutter, eine Adelige, hier eine mehrjährige Haftstrafe wegen Diebstahls verbüßt. Sie war wegen Hochstapelei und wegen Juwelendiebstahl war sie in Haft und hat eine 2,5-jährige Haft verbüßt. Und Sie sind ja im Gefängnis geboren. Ja, ich bin hier in diesen Gemäuern zur Welt gekommen. Wie ist das gekommen? Naja, da muss man ein bisschen vorgreifen. Meine Mutter stammt aus einer adeligen Familie. Also unser Geschlecht lässt sich zurückverfolgen bis ins 13. Jahrhundert. Wir stammen aus einem Raubrittergeschlecht. Und demnach so ist sie auch aufgewachsen. Und nach Kriegsende hat meine Mutter gearbeitet. Sie war Dolmetscherin für die Amerikaner und für die Franzosen, weil sie war sehr sprachgewandt. Naja, und da hat sie halt mein Vater kennengelernt und die waren da 4 Monate beieinander. Und wie ich dann auf die Welt gekommen bin, das Schlimmste, was halt sein hat können für die Familie, ein schwarzes Kind. Also das war was überhaupt nicht in einer Schema reinpasst hat. Naja, und da war ich 3 Monate hier in Haft, also in der Anstalt hier. Bin dann übernommen worden von der Lustkandelgasse, das war so ein Kinder-Babyheim. Und mit meinem 20. Lebensmonat haben mich meine Pflegeeltern zu sich in Pflege genommen. 1968 ist Ramon zum ersten Mal aus eigenem Zutun ins Gefängnis gekommen. 8 Monate wegen Schusswaffengebrauchs. Irgendwie habe es ihn zu den Strizis hingezogen, meint er. Mitte der 70er Jahre brachte ihn ein Raubüberfall für 8 Jahre hinter Gitter. Und danach war es meist Beschaffungskriminalität wegen seiner Drogensucht. Mir hat er nie irgendwer unter Zwang oder die Waffe im Kopf gehalten und gesagt, Ramon macht das und das. Ich bin selber verantwortlich für alles und zu dem stehe ich auch. Ich meine, es genügt, dass ich in der Haft geboren worden bin. Ich muss nicht unbedingt, was ich in meinen letzten Stunden verbringe. Also. Wenn Sie Ihre leibliche Mutter weiter versorgt hätte, hätte sich da was geändert? Also so wie ich meine Mutter kennengelernt habe, das war 1983, habe ich sie kennengelernt in meiner damaligen 8-jährigen Haftstrafe. Und so auch nachher den Kontakt noch gehabt habe mit ihr. Also sage ich ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich bei meinen Pflegeeltern groß bin. Weil diese Art vom Leben, meine Mutter hat gelebt so total nur in der Baronessenzeit da war sehr viel Geld da. Ja, sie hat alles der Kirche vermacht. Nicht? Also, sie haben auch nichts geerbt von ihrer leiblichen Mutter. Aber ist okay, ist kein Problem. Nicht. Aber sie ist halt in der Früh und am Morgen in die Kirche gelaufen. Wahrscheinlich hat sie
auf dieser Art Abbitte erhofft oder wie auch immer. Apropos Kirche. Hier in der hauseigenen Kapelle der Justizanstalt wurde Ramon 1948 auch getauft. Die Seelsorger des Gefängnisses haben alles penibel dokumentiert. Wir haben zu dem heutigen Insassen tatsächlich ein Geburts- und Taufbuch gefunden, beginnend im Jahr, glaube ich, 1902. Und wenn wir einige Seiten weiterblättern, finden wir auch einen Eintrag zu unserem heutigen Insassen aus dem Jahr 1948, wo das Geburtsdatum am 24. März 1948 eingetragen wurde und kurze Zeit darauf, im April 1948, am 12. April, wurde er in der Kapelle des Landesgerichtlichen Gefangenhauses Wien I getauft. Seine Kindheit war schön, erzählt uns Ramon. Seine Pflegeeltern hätten ihn gut erzogen, ihm viel ermöglicht. Dass er vom rechten Weg abgekommen sei, dazu habe auch die Fürsorge beigetragen, die sich in seine Erziehung eingemischt hat. Damals, als junger Musiker, hat er halt ein etwas wilderes Leben geführt. Das habe der Fürsorge nicht gefallen und deswegen hätte sie ihn mit 16 Jahren ins Heim gesteckt. Wann ist es denn gekippt? Warum ist denn das gekommen, dass Sie immer wieder dann einmal einsitzen müssen? Ich war so nicht ganz eineinhalb Jahre in einem Heim als Jugendlicher in Egenburg. Und da sind ihm Sachen passiert, über die ich eigentlich nicht so gern reden tue, aber ich bin missbraucht worden, misshandelt worden von Personen, die eigentlich die Aufsicht über mich gehabt haben. Und wie ich dann von Heim zu Hause gekommen bin, haben meine Eltern auch immer gesagt, also was ist mit dem Buben los, der ist nicht mehr so, wie er war und so. Und da habe ich wirklich einen Bäcker aufgerissen. Solche Wunden heilen nicht, meint Ramon bitter. Was da passiert ist, das werde er nie vergessen. Der Missbrauch wurde untersucht und anerkannt. Ramon erhielt über die Hilfsorganisation Weißer Ring 35.000 Euro Entschädigung. Ich habe einen echten Autoritätsverlust gehabt. Also irgendwo habe ich mir gesagt, mit dir machen sie was wollen, denen ist das egal. Also mir ist das in Zukunft auch egal, ich mache auch, was ich will. Wir sind auf der Fahrt in das einzige Frauengefängnis in Österreich, in Schwarzau am Steinfeld in Niederösterreich. Frau Flegel begleitet uns. Insgesamt ist die alte Dame 42 Jahre und 23 Tage ihres Lebens hinter Gitter gesessen, die meiste Zeit in Schwarzau. Und wenn wir jetzt hinfahren, jetzt im Jahr 2017, ja, sind doch einige Jahre vergangen. Denkt man über das am Weg dorthin noch oder haben Sie ein bisschen Herzklopfen jetzt? Ist es für Sie schön, jetzt dorthin zu kommen? Ich bin traurig. Ich bin nicht zu einer Familie vor. Das ist der Wahnsinn in mir. Ich bin eigentlich total aufgefressen, weil ich bin ein anderer Mensch, bin schon vom Stern, vom Leben habe ich null mitgerückt. Null, das muss man sagen. Und da wird der Grundstein in der Jugend gelegt. Ja. Das ist Wahnsinn. Und das heißt, das wird Ihnen schon bewusst, dass eigentlich dort es Ihr Leben begonnen hat, so wie es verlaufen ist. Wie es verlaufen ist, ja. Frau Flegel hatte eine schwere Kindheit. Vom Ziehvater sexuell missbraucht, ist sie in einer Barackensiedlung in Linz aufgewachsen. Mit 14 hat sie 100 Schilling für ein paar Stöckelschuhe gestohlen und ist im Gefängnis gelandet. Im Laufe der Jahre folgten unzählige Betrugs- und Diebstahlsdelikte. Damals war es ja noch fürchterlich. Die Beamten durften mit dem Gefangenen kein Wort reden. Was ich nicht verstanden habe als Jugendlicher, wissen Sie, da steht ein junges Mensch, eine Uniform, steht, redet kein Mund nicht mehr und ich muss am Boden, das gibt es ja heute alles nicht mehr, putzen wie ein Irrer und redet kein Wort mit mir, mit niemand und man darf auch kein Wort reden, weil die Frau Kommandant war streng, die Frau Ruri, was glauben Sie, aber ich habe es gemögen. Ihr erstes Wort, weil ich mein Leben nicht vergessen bin, die Schwarzer gekommen und die hat gesagt, da kommt man ins Kommando rein, ja? Da empfängt der Kommandant. Der jetzige ist nicht so ein Trottel, das ist ein Mensch. Und
Die hat zu mir gesagt, Flegel heißen sie, aber die waren mir trotzdem sympathisch, weil sie eine Mutterfigur war. Hat auch so weiße Haare gehabt. Und da waren wir, jetzt habe ich weiße Haare, damals war ich ein junges Viertel. Und hat gesagt, Flegel heißen sie, na hoffentlich sind sie kein Flegel, hat sie gesagt zu mir. Und da man denkt, nein, das war die erste Angst, die ich gekriegt habe. Wir nähern uns dem Frauengefängnis. Ab jetzt kennt sich Frau Flegel sehr gut aus. Aber jetzt sind wir schon Schwarzau, das kann ich noch sagen. Bitten ist da drüben. Jetzt kenne ich mich schon aus. Da ist die Raiffeisenkasse, früher war Post. Jetzt fahren sie weiter, gerade weiter. Die Kurven müssen es kratzen, dass keiner rauskommt, weiß ich nicht. Nur weiter, da steht schon das Haus. Da war ich so viele Jahre erst. Mein Leben. So, und dann da rechts gleich rein und da finden sie einen Parkplatz. Seit wir umgebaut haben, gibt es genug Parkplätze. Schau da rechts, ja. Können sie eine kleine stellen. Und wie geht es Ihnen, wenn wir da so. Zuberfahren? Wie ist das? Naja, das ist ein Stück Heimat trotz allem, muss ich sagen. Aber ich kenne mich da aus, ich bin daheim jetzt, verstehen Sie mich? Das ist leider, Gottes sage ich das. Es wäre besser, wenn ich was anderes sage. Ich habe viele negative Dinge erlebt, aber das ist mein einziges Daheim, leider. Ist so. Es ist ein ehemaliges kaiserliches Jagdschloss, in dem die Frauen, die eine Haft von 18 Monaten bis lebenslang abzusitzen haben, untergebracht sind. Ende der 90er Jahre wurde die Strafanstalt generalsaniert, erzählt uns Kommandant Reisenbauer, und mit moderner Überwachungstechnik ausgestattet. Da sind einmal, so, ist schon 30 Jahre glaube ich her, sind einmal zwei angehaut. Das war noch im alten Trakt, also da war noch nicht umgebaut. War noch nicht umgebaut. Sind die da über die Mauer? Da über die Mauer, dort hinten, schau, dort hinten. Ja. Sind sie über die Mauer und eine hat sie weh da, also haben sie ins Spital. Eine haben sie eh gleich erwischt, da waren sie relativ schnell. Und die haben das durchgesagelt, da war das alte und dann endlich haben sie umgebaut, muss man sagen. Also, aber Sie sind ja auch einmal geflüchtet von da, oder? Aber nicht oder von so, da. Ja, aber wie sind denn Sie abgehauen da? Nein, nicht mehr zurückgekommen, ganz einfach. Einfach ausgegangen, ja, da ausgespaziert. Ja. Und was tut man auf der Flucht? Was ja, auf der Flucht irgendwo schlafen, wo man was hat, geht, solange du Geld hast. Und dann musst du halt schauen, dann habe ich irgendwo mein Geld ausgeglichen und habe wieder geschlafen, dann haben sie mich gefunden und wieder eingesperrt. Und dann war ich in Köln. Und wie oft? Wie oft haben Sie das gemacht? Zweimal. Ja. Mit Frau Flegel gemeinsam hinein ins Gefängnis dürfen wir nicht. Das haben uns die Verantwortlichen verboten. Dafür machen wir einen Rundgang durch den Ort. Vieles ruft Erinnerungen hervor, erzählt sie uns. Hier hätte sie sich behütet gefühlt, weil sie ja mehr Zeit hinter Gittern verbracht hat, als sie überhaupt je in Freiheit war. Was ist denn das Schwierige in der Freiheit? Die vielen Autos, der Übergang, die Ampeln so schnell schalten, einkaufen, zahlen, aufpassen, diese BIM und diese U-Bahn und das, was da steht, steht da vorher oben, ich weiß nicht, vorher oben. Jetzt geht es schon ein bisschen mehr, wissen Sie, ich mich raus drauf. Aber 10 Jahre nirgends, das war für mich furchtbar. Schlimmer wie Schwarzau eigentlich. Und da habe ich nur blärt die ersten Monate, wie es soweit war. Ich war so weit, dass man denkt, da will ich gar nicht mehr leben. 10 Jahre hat sie sich also selbst eingesperrt, in einer Kellerwohnung in Wien. Wie war das genau? Im Dezember 2005 war Frau Flegel von einem Ausgang nicht mehr in die Haftanstalt zurückgekehrt. Sie versteckte sich und lebte als U-Boot, ohne Pass, ohne Papiere, ohne Versicherung. Mit Putzen und Bügeln verdiente sie sich das wenige Geld, das sie zum Überleben brauchte. Als sie nicht mehr konnte, suchte sie Hilfe bei Anwalt Nikolaus Rast. Er sollte ihr helfen, sie wegen Krankheit und Haftunfähigkeit vor dem Gefängnis zu bewahren. Es ist wahnsinnig schwierig, in dieser Situation ein Leben aufzubauen. Wenn man heute nach 10 Jahren auf der Flucht entlassen wird, man darf ja nicht vergessen, man konnte ja nichts mitnehmen. Und ich stehe heute da, möchte einen Ausweis, einen simplen Personalausweis bekommen. Das Erste, was mir im Magistrat gesagt wird, weisen Sie sich aus. Und genau daran scheitert es. Die Dame kann sich nicht ausweisen, sie hat keinen Ausweis. Sie hat keine Pension, sie kann von nichts leben. Sie hat keine Wohnung. Aber überall, wo sie hingeschickt wird, ist die erste Frage, wer sind Sie? Legitimieren Sie sich. Es war wahnsinnig schwierig, einen Ausweis zu bekommen. Wir haben es geschafft. Derzeit kämpfen wir um die Pension. Auch das ist ein schwieriger Weg, weil Dokumente verlangt werden von der Pensionsversicherungsanstalt, über die sie nicht verfügt. Das ist kein leichtes Leben.
Die nächsten 2 Jahre muss Frau Flegel nicht ins Gefängnis. Dann wird ihr Gesundheitszustand neuerlich geprüft und entschieden, wie es mit ihr weitergehen soll. Es gibt auch viele Menschen, viele Klienten, die ich habe, die lange Zeit in Haft waren, die sagen, eigentlich will ich wieder zurück. Dort kenne ich mich aus, dort weiß ich, wo was ist. Und dort ist jeder gut zu mir. Das haben wir auch von Frau Flegel gehört. Im Gefängnis habe sie es gut gehabt, da sei sie jemand gewesen. Hier draußen würde man sie einfach nicht verstehen. In der Schwarzau erzählt uns die bald 70-Jährige, habe sie alle prominenten Mörderinnen der vergangenen Jahrzehnte, von Giftmischerinnen bis zu Todesschwestern, persönlich kennengelernt. Auf ein Wiedersehen freut sie sich offenbar wirklich. Schauen Sie, da ist jetzt... Na, der Herr Reisenbauer, na, der einzige. Na, da, jeder sagt das, aber vom Cortison glauben Sie mir es wirklich. Ja, ja, sehr, ja. Mein Gott, Herr Reisenbauer, also dass ich Ihnen sicher mal wirklich... 10 Jahre? Länger, ich bin ja schon 12, 13 Jahre weg. Und vorher haben wir uns ja gesehen. Und sind Sie gut ausgekommen miteinander? Ich bin jetzt. Ich bin mit ihr gut wie war er? Also er war ein Mensch. Ja, und für das, dass er ein Mann war, habe ich zu ihm gekannt. Ich bin zu ihm gegangen, wenn ich, wenn man die entschuldige ich ein bisschen laut damit, aber es ist so, dass mir die Frauen einfach da gestanden sind. Und er, und man hat mit ihm jedes Thema besprechen können. Er war menschlich, aber er ist nie abgewichen von seiner Linie. Und das habe ich an ihm geschätzt, weil das braucht man einfach auch da. Kommandant Gerhard Reisenbauer macht seit den 80er Jahren hier Dienst in Schwarzau. Er bestätigt, dass sich viel im Laufe der Jahre verändert hat, auch für die gut 500 weiblichen Häftlinge in Österreich. Solch extreme Fälle wie Frau Flegel kennt er sonst nicht. Die Frau Flegel ist als Jugendliche nach Schwarzau gekommen. Also die Beamten, die Älteren irgendwo die Elternrolle sogar übernommen, nicht, wie sie Jugendliche war. Nein, da hat man noch nichts reden dürfen. Ja, reden, da war aber was streng, aber heimlich war's. Schon. Aber ja. Es war menschlich. Schwarzau war die Insel der Seligen früher. 42 Jahre war die Frau Flegel im Gefängnis, 10 Jahre im Untergrund. Ist verwunderlich für Sie, dass jemand 10 Jahre da. Ja, schon. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass man das durchhält. Also 10 Jahre im Untergrund leben, also Sie würden es am besten wissen. Ich habe es nicht vorstellen können. Ich habe sogar schon den Gedanken gehabt, dass sie verstorben ist. Ja, ist in einer Zeit entstanden. Weil ich mir denke, das ist ja nicht so einfach. Nicht? Also ja, aber ich habe gesagt, ich war draußen mehr eingesperrt als wieder. Ja. Herr Reisenbauer, ich bin alles Gute nochmal, gell? Danke. Schauen Sie, dass es Ihnen weiter gut geht. Da hast du nichts von uns gehabt. Nein, das dürfen Sie nicht. Nein, Gott, wir waren nie mehr. Nein, Herr Reisenbauer, schauen Sie mal. Das, was eigentlich nein, sonst nicht. Jetzt habe ich gesagt, das habe ich nicht notwendig, wir haben so lange. Und ich würde nicht mehr glauben, was also das für mich. Wie ist es jetzt heraus? Sie werden eine Lücke hinterlassen. Da haben nicht viele Lücke hinterlassen. Weiß ich kenne alle das Kommandanten. Das werden andere beurteilen. Ja, aber ich kann es auch beurteilen. Ja. Ich kenne alle. Danke, danke. Auf Wiedersehen. Alles Gute Ihnen auch. Danke. Herr Reisenbauer muss weiter Dienst machen. Und ohne Frau Flegel dürfen auch wir hinter die Gefängnismauern blicken. Auf dem 24 Hektar großen Gelände der Justizanstalt wird noch immer Landwirtschaft betrieben. Es bietet Platz für 171 Frauen und 22 Männer, die in einem Nebengebäude untergebracht sind. Nur etwa 6% der 8.800 Häftlinge in Österreich sind weiblich. Vielleicht ein Grund dafür, dass das Gefängnis Schwarzau nie voll belegt ist. Frau Flegel hat uns erzählt, dass sie die wachsende Unruhe im Gefängnis dazu gebracht habe, zu flüchten. Schuld dran seien die Giftlerinnen, wie sie sagt. Sie würden Tag und Nacht laut sein und sich einfach an keine Regeln halten. Der Leiter der Anstalt Schwarzau, Brigadier Gottfried Neuberger, nennt die Drogensucht eine der großen Herausforderungen im Strafvollzug. Ich denke, dass das Leben im Gefängnis lebendiger wurde, weil man sie auch weniger eingesperrt hat. Ja. Weil man dazu übergegangen ist, sie nicht nur einzukerkern. Am Anfang war ja noch Kerker zu ihrer Zeit wahrscheinlich. Wo man versucht hat, in den Abteilungen soziales Leben, normales Leben einfließen zu lassen, unterstützt durch Sozialarbeiter, Psychologen,
geschulte Justizwachebeamtinnen. Und das hat sie wahrscheinlich im Umbruch erlebt. Und wenn man jetzt relativ starre Strukturen gewohnt ist, dann ist diese Liberalisierung, macht vielleicht sogar Angst, ja, und hat sie halt scheinbar wirklich unruhig gemacht. Und dass durch drogenkranke Menschen das alles ein bisschen lebendiger wird, sieht man auch andernorts. Ende der 1970er Jahre hat Frau Flegel ein Zwillingspärchen hier auf die Welt gebracht. 18 Monate lang waren der Bub und das Mädchen unter Aufsicht der Justizwachebeamtinnen bei ihr in der Zelle. Dann sind die Kinder zu Pflegeeltern gekommen. Weitere Recherchen von uns ergaben, dass beide Kinder von ein und derselben Familie adoptiert wurden und sie aber keinen Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter, Frau Flegel, haben wollen. Wir wollen wissen, wie geht es Müttern im Gefängnis eigentlich und wie wird das heute gehandhabt? Grüß Gott, Frau Kampelmüller vom Schauplatz. Grandweger, herzlich willkommen auf der Mutter-Kind-Abteilung, bitte sehr. Danke. Das heißt, Mutter-Kind-Abteilung, was bieten Sie den Müttern quasi im Gefängnis? Wir bieten den Müttern und den Kindern eigentlich einen normalen Tagesablauf, eine geschützte Umgebung. Das heißt, die Türen sind 24 Stunden am Tag geöffnet. Ich zeige Ihnen jetzt kurz einen. So wie Mutter und Kind leben miteinander in der Zelle. Jawohl, es sind nicht die typischen Zellen, sondern eher wie Wohnungen eingerichtet, in dem sich die Mütter aufhalten, die Betreuung der Kinder übernehmen. Dürfen wir reingehen? Bitte, sehr gerne. Die Mütter sind eigentlich in der Gestaltung des Haftraumes frei in ihrer Individualität. Das heißt, jede Mutter darf nach eigenem Geschmack die Wände schmücken oder private Fotos werden genommen, Zeichnungen. Die Dame, um die es geht, die hat mir erzählt, sie hat zwei Kinder auf die Welt gebracht. Sie hat eine Zelle gehabt mit einer Platte, wo sie zwei Häferl gehabt hat, eins für den Brei, eins für die Windeln. Das war früher. Da hat sich viel verändert, oder? Es hat sich sehr viel verändert. Es war leider früher so, dass die Mütter eben Mangelware unter Anführungszeichen waren und sehr selten eine Mutter ins Gefängnis gekommen ist. Und durch das war eben noch nicht die Ausstattung. Es war auch in den anderen Zimmern, Hafträumen, die Ausstattung nicht so. Mutter und Kind dürfen maximal bis zu 3 Jahre auf der Station verbringen. Derzeit werden 6 Mütter mit 7 Kindern hier von Beamtin Regina Grabenweger und ihren Kolleginnen betreut. Die Mütter können jederzeit die Abteilung verlassen mit den Kindern und können sich hier im Freien im Hof aufhalten, dass einmal die Kinder nicht wirklich eingesperrt sind. Die größeren Kinder befinden sich sowieso ab dem ersten Lebensjahr im Kindergarten. Der ist in der Anstalt? Der ist außerhalb des Geländes. Ist zwar ein Anstaltskindergarten, der von gefangenen Kindern und Beamtenkindern besucht wird. Es ist eigentlich eine gemischte Gruppe mit 2 Diplom-Kindergärtnerinnen und einem Zivildiener. Wir machen auch sehr viel intensive Betreuung mit den Müttern. Das heißt, uns wachsen die Kinder leider auch ein bisschen ans Herz. Das ist, wenn man auf Kinder 3 Jahre hat von der Geburt an, die wachsen einem ans Herz. Glauben Sie, haben Kinder, die jetzt in diesem Strafvollzug groß werden oder die ersten Lebensjahre machen, man sagt immer, das ist so prägend, dass die einen anderen Weg vor sich haben? In meiner Karriere in den 25 Jahren habe ich ein Mädchen erlebt, das als Kind in der Mutter Kind war und straffällig geworden ist. Also das war eigentlich eine einzige. Das heißt, dieses System spricht dafür, dass es eigentlich auch eine Normalität bietet. Ja. Viele straffällig gewordene Mütter, so wird uns erzählt, würden hier in der Anstalt erstmal so etwas wie Zuneigung, Geborgenheit und Stabilität kennenlernen. Hier betreten wir jetzt den Aufenthaltsraum der Mütter. Das heißt, sie haben hier einen Platz zum Spielen für den Kindern, eine Kochgelegenheit und einen gemeinsamen Essbereich. Leider passiere es auch in der Haft, dass jungen Müttern ihre Kinder abgenommen werden müssen. Natürlich nach eingehender Prüfung und Absprache mit den zuständigen Behörden. Die Frauen wären einfach nicht fähig, ihre Kinder gut zu versorgen. Wir übernehmen eigentlich immer wieder die Rolle der Großmütter für die Kinder. Und auch zu den Müttern haben wir einen sehr engen Kontakt, das heißt auch einen großen Vertrauenskontakt.
wo man auch sehr viele private Dinge austauscht. Also man überschreitet schon oft die Grenze von Beamten auf andere Gebiete. Ortswechsel. Die Strafanstalt Stein in den 70er Jahren. Mein Vater, der ist sicher über lebenslang gesessen. Also sicher 26, 27 Jahre von seinem Leben. Mit 56 ist er gestorben. Stein in Niederösterreich ist wahrscheinlich das bekannteste Hochsicherheitsgefängnis in Österreich. Im Jargon wird es der Felsen genannt. Unter diesen Häftlingen war einst auch der Vater von Ernst Glössl. Der war ein Betrüger, also der war, hat er immer Bauaufträge aufgenommen, ein Konto kassiert. Manchmal hat er sogar ein bisschen was gearbeitet und das Geld hat er eingesteckt, das Material ist dann dort geblieben. Und ich war 3 Jahre, wie mein Vater da entlassen worden ist. Nicht? Meine Mutter ist mit mir immer da hergefahren und hat mit der Tragtasche. Ich war eigentlich schon als Baby im Gefängnis und meine Eltern haben auch im Gefängnis geheiratet. Und da bin ich in die Ehe geschrieben worden, im Landesgericht 1. Hat meine Mutter und mein Vater geheiratet. Ernst Glössl erzählt sehr offen über die Betrugsgeschichten seines Vaters und über seine eigenen mehrmaligen Haftstrafen. Es sei ein verpfuschtes Leben mit 20 Jahren Drogensucht und kriminellen Machenschaften schon in frühester Kindheit. Aber ich habe immer nur gesehen, dass er viel Geld hat. Und immer nur, der hat mir immer nur Geld gegeben. Das Geld habe ich immer müssen aufbewahren. Er hat immer gesagt, du passt aufs Geld auf. Wenn mich die Polizei erwischt, sollte ich nie ein Geld bei mir haben. Und das haben Sie als Bub schon? Das habe ich als 12-jähriger Bub, hat mir der schon 100.000 oder 150.000 gegeben zum Aufpassen. Ne? Schilling. Natürlich, ja. Aber viel Geld für einen 12-Jährigen. Ne? Trotz alledem sei nicht sein Vater für dieses Desaster verantwortlich zu machen. Wie ist es, wenn man dann da sitzt, wo schon der Vater gesessen ist? Wird einem das bewusst? Sehr. Mir ist sehr spät ist mir bewusst worden. Und da habe ich mir gedacht, komm. Alter, was schlagst du da für einen Weg? Ich muss genauso enden. Den Blödsinn, was ich gemacht habe, nicht? Wegen dem, was ich gesessen bin. Und das kommt immer wieder. Das kommt immer wieder hoch, was für Blödsinn habe ich gemacht, dass ich zu Geld komme, dass ich mir Drogen kaufen kann. Nicht? Somit habe ich mir viel verpfuscht in meinem Leben. Und das wie anderen das sparen. War es wichtig, dass Sie im Gefängnis waren? Hat es Ihnen auch was gebracht? Natürlich hat es mir was gebracht. Ja. Eben, dass ich nicht mehr ins Gefängnis will. Und dass ich jetzt ein bisschen eine Struktur kennengelernt habe. Wirklich das durchzuziehen, was man sich vornimmt. Und nicht immer den leichtesten Rückweg zu suchen. Ne? Und das hat man halt in Häfen lernt man das, also im Gefängnis. Oft habe er sich um eine Drogentherapie bemüht, aber die Wartezeiten seien zu lang gewesen und er wäre wieder im Gefängnis gelandet, erzählt Herr Glössl. Aber jetzt sei er clean und er will uns zeigen, wie sein Alltag ausschaut. Er lädt uns zu sich nach Hause ein, in den 14. Wiener Gemeindebezirk. Herr Glössl, wie sehr gewöhnt man sich wieder an die Dinge des Alltags, wenn man zu Hause ist? Ja, das ist schwierig. Das kommt jetzt noch mit der Haft, da ist man doch auf engen Raum mit vielen Leuten. Und ja, da braucht man dann wieder Zeit, bis man in das heimische Gefühl wieder eintaucht. Ja. Und Sie leben ja da mit Ihrer Schwester. Ja. Wie sehr ist es wichtig, dass man so ein Heim hat, etwas Bleibendes, Familie, Hunde? Das ist eigentlich der beste Rückhalt, den es gibt. Die ganze Zeit keinen Kontakt mit der Familie gehabt, denn das war schlimm. Also, ich habe keine Perspektiven gehabt. Ne? Und haben Sie so einen Wunsch? Natürlich, ich möchte wieder in die Arbeitswelt eintreten. Er will als Koch arbeiten, aber das sei schwer, weil er so viele Vorstrafen habe. Polizei 133. Und wie sehr helfen Ihnen Ihre Putzis, wie Sie es nennen? Ach, das ist mein Flaschenbauer. Das ist die Mama Angelina. Die helfen mir sehr viel bei der. Die haben mir bei der Therapie auch sehr viel geholfen. Was geben die einen? Viel Liebe. Viel Liebe und ohne irgendwelche
Forderungen zu stellen. Da ist jetzt noch einer dazu. Ja, das ist mein dritter. Das ist eigentlich meine persönliche, die Gypsy. Vor allem seine Halbschwester Brigitte gibt ihm Halt. Aber das Verhältnis zwischen den beiden war nicht immer so eng. Grund waren die Drogen. Ich habe mich verabschiedet von ihm. Ich habe es ihm auch angesagt, nicht? Wie ich gesehen habe, es hat keinen Sinn. Er geht nicht raus aus den Drogen, habe ich mich verabschiedet von ihm. Sag ich, wenn du keine Drogen mehr nimmst, bin ich immer da für dich, aber so geht das nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, er hat seinen Kopf richtig anrennen müssen. Das, was ihm gefehlt war, war immer die Verantwortung vielleicht, die Familie, die... Ach Gott, das ist so schwer. Der Papa war ja auch schon im Gefängnis. Mein Gott, nein, hören Sie auf mit seinem Vater. Der hat ihm keinen Halt gegeben, An den Wänden hängen Bilder von Tieren, die beide sehr lieben. Und ein Gemälde fällt uns auf. Es zeigt Burgi einen treuen Freund. Sogar seine Asche findet sich in der Urne gleich daneben. Der war ja in der gleichen Situation wie ich mit der Drogensucht. Ich bin ja damals aus der Haft gekommen und meine ganzen Freunde, mit denen was ich vor am Wochenende hin und wieder angekommen habe nach der Arbeit oder was, das sind alle dann auf einmal süchtig gewesen. Jetzt habe er genügend Stabilität, dass er nicht mehr in die Kriminalität zurückfalle, versichert Herr Glössl. Aber in seiner Jugend hätte er sich zu sehr an seinen Vater orientiert. Als Versicherungsvertreter nützte er einen Besuch bei einer alten Dame zu einem Diebstahl. Ich war als Versicherungsvertreter unterwegs und habe Betrügereien gemacht. Mit 17 Jahren schlauer. Ich wollte mir da und ein Mercedes, ein Coupé, solche Flausen. Ich gehe rein in die Bank mit zwei Sportbüchern. Das waren über eine Million, war das 1,4 Millionen. Ne? Können Sie sich das vorstellen? Ein 17-jähriger Bub geht da rein, legt die Sportbücher hin, füllt das alles aus, schiebt die Summe, die schiebt mir das wieder zurück und sagt, das stimmt nicht. Ich bin verfallen, bin raus, wollte die Sportbücher schon wegwerfen. Und mir gedacht, hoppala, umdrehen. Muss ich die Losungswörter vielleicht. Und bin habe ich aber nicht mehr in die gleiche Bank getraut. Jetzt bin ich weiter die Favoritenstraße gegangen, im vierten schon, und bin dort in die Bank rein. Die ersten 750.000 hat es mir ausgezahlt, in 5.000er. Da war das noch nicht gemeldet. Aber in der Zwischenzeit ist die Heimhilfe gekommen und die Dame hat gesagt, ja, ein Herr von der Versicherung war da und der hat sofort die Polizei angerufen natürlich. Und das Zweite, die ist durchgefahren beim Computer mit dem Sparbuch und hat sich halt dann Zeit lassen, weil sie einen Alarmknopf gedrückt hat. Jetzt ist das Überfallskommando auf einmal da gestanden. Ich so eitriger, das Mandel, klar, der kommt da vier, also ein Riegel, 14 Mann haben angehalten, die Pistolen. Ich bin durchgestanden. Und der ist zu mir noch gekommen und sagt, für wen ich da anhebe, sage ich, für meine Oma. Nicht? Sagt er, du bist doch ein Rotzbrot. Hat mich da hinten genommen beim Sand, bei der Hose und hat mich so hinterhergekommen und ist mit mir hintergegangen in ein Büro und hat die Geldbackeln über ihr ausgezahlt. Dann hat sie einer so umgehauen und hat gesagt, das passt besser auf euer Geld auf, als Norden. Herr Glössl betont immer wieder, dass er mit Betrügereien und dem Gefängnis abgeschlossen hat. Er habe eine Riesenchance durch eine Drogentherapie bekommen und die wolle er nützen. Neben seinen Hunden und seiner Familie will er sich jetzt verstärkt der Arbeitssuche widmen. Wie versucht die Justiz heutzutage Gefängniskarrieren wie von Herrn Glössl zu verhindern? Gerade bei jungen Straftätern wie dem 18-jährigen David setze man verstärkt auf Therapiemaßnahmen, heißt es. David ist mit 16 zum ersten Mal straffällig geworden. Er hat einen Raub begangen, um sich seine Drogensucht finanzieren zu können und sitzt derzeit in Gerersdorf in Haft, der einzigen Jugendstrafanstalt Österreichs. Jetzt hofft er, dass die Gefängnisstrafe in Therapie statt Strafe umgewandelt wird. Bei der Ankunft in der Haftanstalt in einer Jugendabteilung ist es grundsätzlich einmal so, dass sich die Leute Nüsse auskennen. Keiner weiß wohin, keiner weiß wie, keiner weiß warum. Die wissen alle nur, dass sie als jugendliche Straftäter inhaftiert wurden. Eigentlich
muss ich sagen, dass der einzige Wunsch, wenn man in so einer Anstalt sitzt, die Freiheit ist. Ist es auch tatsächlich. Ich habe jetzt nicht die, also vor allem in der Haft habe ich gelernt, nicht die größten Bedürfnisse zu haben. Also ich will eigentlich, wenn ich rauskomme, mein Ziel ist es nur, ein ganz normales soziales Leben zu führen, wie jeder andere es tut und einfach nicht mehr straffällig zu werden. Magister Philipp Vollm ist Strafverteidiger und der Anwalt von David. Er hat sich im Bereich von Drogendelikten bei Straftätern einen Namen gemacht. Pro Woche geht er mehrmals ins Gefängnis und besucht junge Häftlinge wie David. Grüße, Herr Vollm, grüße. Grüß Gott. Grüße, hallo. Bitte. Danke, danke. Ein letztes Mal hoffentlich. Ja, natürlich. Heute kann Magister Vollm eine gute Nachricht überbringen. David wird in wenigen Tagen entlassen. Das Gericht hat der Therapie zugestimmt. Die Tage nur noch. Ja. Bedingte Entlassung haben wir gewonnen. Das heißt, ein Jahr weniger Strafe in der Geschichte und zwei Jahre weniger in der alten. Ja. Das heißt, Sie sparen sich 3 Jahre. Ja. Vorausgesetzt, Sie bleiben brav. Ja. Natürlich, ja. Was haben wir für Auflagen vom Gericht? Sofort, wenn Sie rauskommen, müssen Sie einerseits sich eine Arbeit suchen, ja, und Therapie. Ja, ja, ganz wichtig, Therapie. Das heißt, Sie melden sich einmal kommende Woche bei mir, dass wir da organisieren, dass Sie sofort beim Verein, ja, Basis, wo Sie ja eh schon einen, ja, Therapeuten haben, wieder unterkommen. Ja, ja, klar. War eine super Leistung, Herr Vollm. Ich muss mich da bedanken, wirklich. Das gerne. Ich hoffe, es war Ihnen eine Lehre hier. Ja, natürlich. Ohne Sie wäre ich jetzt da versunken. In den nächsten 3 Jahre. Aber wie war's? Ja, nicht so gut. Erste Mal eine längere Haftstrafe? Nicht gut. Anstrengend, wirklich auch, ja, herausfordernd. Ja, klar, gelernt dazu habe ich jetzt sowieso. Ja. Gleich am Anfang, aber ja, jetzt sowieso auch schon. Naja, Sie haben jetzt wirklich das Damoklesschwert des Widerrufs. Ja? Das, ja, heißt, bei der kleinsten Kleinigkeit sitzen, ja, Sie wieder hier. Jetzt ist kein, ja, Spaß, ja. Jetzt ist kein, ja, Spaß mehr. Okay? Also, bis am alles Dienstag, klar, ja? Passt, alles gleich, melde dich dann, Herr Wiedersehen. Was er seinen Opfern angetan hat, ist David erst in der Haft so richtig bewusst geworden. Diese Szenen haben wir im Herbst 2016 gedreht. Vor wenigen Wochen haben wir David wieder getroffen. Er erzählt uns, dass er große Pläne hat. Er will demnächst die Handelsakademie beginnen und die Matura machen. Dem Interview hat er nur zugestimmt, wenn wir es in der Kanzlei seines Anwaltes machen. 2-mal pro Woche geht David in Therapie. Drogen und Gefängnis, das sei vorbei. Also ich will lieber von 10 Leuten zusammengeschlagen werden, als noch mal einen Tag in Haft zu sitzen. Das ist die schlimmste Strafe, die es gibt. Hat Sie das geprägt, dieses Eingesperrte? Das hat mich sehr geprägt. Also ich habe viel daraus gelernt. Ja. Man hat genug Zeit zum Nachdenken. Und straffrei bleiben ist sowieso keine Frage mehr für mich. Wie viel erwarten Sie sich von der Gesellschaft? Sie waren in Haft, sagt man das oder hält man es eher geheim? Ich halte es eher zurück. Ich muss da ehrlich sein, ich erwarte mir nicht viel von der Gesellschaft. Also die Leute wissen nicht und können es sich auch nicht vorstellen, dass ein Mensch, der früher wirklich so war, sich ändern kann. Ich will auch zeigen, dass das geht. Zurück in der Josefstadt und dem Häftling Ramon. Er war viele Jahre Musiker, Schlagzeuger, hat sogar am Konservatorium studiert. Die Justiz gestattet ihm für die Dreharbeiten, am Schlagzeug der hauseigenen Musikkapelle ein paar Takte zu spielen und uns zu zeigen, was er kann. Ja, hören darf das niemand. Ich schwöre es, es ist eine Katastrophe. Wieso? Nein, das ist. Aber wenn ich einen Monat jeden Tag 3-4 Stunden üben, also. Ich habe nach 10 Jahren wieder das erste Mal Stick in der Hand. Warum gerade Schlagzeug? Ja, ich kann mich erinnern, als Bursche mit 50 Jahren beim Mittagessen, ich habe mit den Läufen umeinander getrommelt. Und also das, mein Vater, mein leiblicher Vater, der ist Musiker gewesen, Schlagzeug, Trompeten. Woher kam Ihr Vater? Aus Jamaika. Aus Jamaika. Ja, ja. Da hat man das im Blut. Ja, ja, das habe ich, die Gene habe ich von meinem Vater, das Künstlerische, und die andere Seite halt von meiner Mutter wahrscheinlich. Und was macht Musik mit Ihnen? Löst Emotionen aus. Es ist, ich kann ohne Musik ja nicht leben. Ich brauche keinen Fernseher nicht. Ich wache auf in der Früh mit Musik, ich schlafe ein mit Musik. Ich hab den ganzen Tag nur Musik im Kopf. Trotzdem war die Musik auch nicht stark genug, um die Menschen, nein, in der Musik sie rauszuziehen. Stimmt.
Stimmt. Wenn ich über das Ganze so nachdenke, tue, irgendwo bockt das ja alles nicht. Mhm. Also wirklich. Was also, denken Sie dann? Ich habe das Leben so verkackt, wie man es nur verkacken kann. Unter der Woche muss Ramon jeden Tag in der Gefängnisbuchdruckerei arbeiten. Jeder Häftling, sofern er nicht arbeitsunfähig geschrieben ist, muss arbeiten und Geld verdienen. Das sieht der Strafvollzug so vor. 75% des Lohnes werden für den Aufenthalt in der Justizanstalt einbehalten. Den Rest bekommt der Strafgefangene als Taschengeld und später dann als Startkapital für die Zeit nach der Entlassung. Wie wichtig ist es denn, dass man einen Arbeitsalltag hat? Naja, die Zeit vergeht viel schneller, als wenn man 13 Stunden eingesperrt ist auf der Zelle. Abwechslung, ja, dass man ein bisschen was nicht nur in der Zelle sitzen tut und zwar irgendwann mit den Zellenkollegen oder wenn mehr auf der Zelle sind, irgendwann geht das Schmäh aus, es wird immer über dasselbe geredet und irgendwann nervt es einen. Und wenn man da Abwechslung hat, was es nicht ist einfacher zu ertragen, als wenn man 13 Stunden auf der Zelle halt nicht. In die 8 Jahre habe ich Schneider gelernt, habe die Gesellenprüfung gemacht. Mhm. Dann in einer anderen Haft war ich Autoaufbereitung. Ich habe mehr Jahre Autoaufbereitung gemacht und das habe ich auch in der Haft gemacht. Und was ist das Tageshighlight im Alltag von einem Gefängnis? Duschen. Man duscht jeden Tag, oder? Ja, wir haben ja die Möglichkeit, dass, wenn man arbeiten tut, halt nicht, kann man jeden Tag duschen gehen. Die Ausstattung im Gefängnis sei über all die Jahre besser geworden, meint Ramon. Die zwischenmenschliche Atmosphäre, der Zusammenhalt unter den Häftlingen, allerdings schlechter. Wenn er 2021 endlich aus dem Gefängnis kommt, dann will er nach Frankfurt zu seiner Tochter und seinen Enkelkindern ziehen. Dort möchte er alt werden. Ich glaube und ich hoffe es, dass das mein letzter Aufenthalt in so einer Umgebung ist. Ich meine, manches Mal sage ich, ich will im Park sitzen mit meinen Enkeln und wie die Tauberln fiedern. Ich meine, im Park sitzen, das ist okay, Tauberln fiedern wäre eher nicht. Ich will total andere Prioritäten setzen in meinem weiteren Leben. Wenn es eine Fee wäre und die sagt, 2, 3 Wünsche frei, was wäre denn das? Ein lang gehegter Wunsch, das sind 2 Wünsche, ist, einmal unter einen Rudel Wölfen zu liegen, aber nicht die, was schon vermenschlicht wurden, sein ein bisschen, sondern wirklich unter Wölfe, die was noch nie Menschen gesehen haben. Das Gefühl, das muss ein Wahnsinn sein. Und das Zweite ist, und das ist ja noch, da werden mir viele Leute sagen, der hat einen Bäcker, vielleicht habe ich den auch. Ich möchte gern kuscheln mit einem Gorilla oder mit einem Orangutan. Es ist ein Wahnsinn, ehrlich. Das ist was, jeder sagt, bist deppert, die bringen die um, die machen die tot. Ich sage, nein, sie tun es nicht, weil sie spüren, dass ich ein leibender Typ bin. Das ist Tatsache, wirklich. Ein leibender Typ, das war Ernst Glössl früher oft nicht. Einmal blickt er für uns noch in die Vergangenheit zurück. Wir treffen ihn am Gürtel beim Wiener Westbahnhof. Dort, wo er sich damals als Junkie und Betrüger herumgetrieben hat. Das war eine Zeit lang meine Heimat, nicht? Also irgendwie meine Heimat. Ich bin da hergefahren, wenn es mal schlecht gegangen ist, dass ich mir die Ware aufstehe, also Kokain und Heroin. Und ja, ich hab gewusst, ich komme da her und krieg zu 100% meine Ware. Also entweder auf Pump oder gleich mit Geld, nicht? Aber meistens habe ich auf Pump ein bisschen was gekriegt und in der Früh habe ich es dann bezahlt, wenn ich mit Geld gekommen bin von Einbrüchen, nicht? Ich bin 43 Jahre, jetzt ist es vorbei, ich will nicht mehr. Erstens einmal, ich habe nicht mehr die Energie, das zum Vollziehen, da die Aufstellerei jeden Tag. Das waren ja Kilometer Märsche, was ich da oft zurückgelegt habe, dass ich zu einem Geld komme. Also ich habe nicht mehr Geld gesehen, ich habe nur mehr Stoff gesehen. Gut, dass ich doch noch drauf gekommen bin. So spät, aber doch noch. Ich kann mein Leben doch noch ein bisschen genießen. Ich kann heute in ein Geschäft reingehen, ohne dass ich stehe. Ich kann es zahlen. Und zahle es gern. Weil ich heute verstehe, dass es so nicht geht. Einfach nehmen und gehen.
Hier am Gürtel war einst auch das Orient, ein Lokal, das sich der damals 17-Jährige mit dem ergaunerten Geld kaufen wollte. Wenn er jetzt so drüber nachdenkt, dann schämt er sich für seine Einbrüche und Betrügereien, erzählt der 43-Jährige. Und was glauben Sie, diese Geschichte, war die wichtig für Ihr Leben? Absolut, absolut. Das hat mich immer weiter geprägt. Nicht? Und so habe ich immer wieder Erkenntnis gesehen, dass ich was falsch gemacht habe. Ich habe halt ziemlich viel falsch gemacht, aber immer nur einmal. Jeden Fehler habe ich halt nur einmal gemacht. Und ich will nur mehr ein ruhiges, familiäres Leben leben. Und schauen, dass ich auch den Mitmenschen wieder was retour gebe, was ich ihnen genommen habe. Das ist mein Vorhaben. Also ich habe keine Ziele, die was nicht erfüllbar wären oder nicht erreichbar. Das sind Ziele, die was erreichbar sind und die was das Leben eigentlich ausmachen. Das bin ich erst in den letzten Jahren zur Kenntnis gekommen. Also man braucht Tiefpunkte, um überhaupt einen Höhepunkt genießen zu können. Ne?